Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Futures Handel mit dem Stereo Trader, natürlich mit dem Scalping-Experten Heiko Behrendt. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von FX Flat heute zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Heiko uns heute zeigt. Ich hoffe natürlich, Sie genauso wie ich. Und von daher will ich gar nicht viel erzählen. Die Leute freuen sich schon auf Heiko mit Webcam. Von daher würde ich direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, also bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsberatung oder Anlageempfehlung, egal was der Heiko gleich eventuell traden wird. Denn am Ende ist es wie immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Ja, ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Und das war es auch eigentlich. Von daher, Heiko, ich gebe dir den Bildschirm. Super, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Bildschirm übertragen jetzt. Muss ich erstmal gucken, ob der richtige. Denn ich probiere es ja nochmal mit der Webcam an. Ah, so ist das jetzt. Okay. Dann herzlich willkommen auch diesmal mit Bild sozusagen. Ich werde die Kamera aber nicht die ganze Zeit anlassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Denn beim Dirk Hilger ist das ja in das Tool eingebunden. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ihr könnt jetzt zwischen Kamera und Hauptdesk hin und her switchen. Ich bin daher überhaupt mal gespannt, wie es denn in der Aufnahme ausschaut. Also Aber ich kann dir das kurz sagen. Also du wirst gerade oberhalb des Screens angezeigt als kleines Bildchen und nachher in der Aufnahme bist du dann links quasi neben deinem Monitor nochmal angezeigt. Ist quasi so ein grauer Balken und in der Mitte ist deine Webcam da drin. na gut, wir haben ja auch nicht hübsch gemacht. Na Ne? gut, wie dem auch sei. Aber so haben die Leute mich auch mal jetzt gesehen und ich werde aber die Webcam dann auch noch wieder ausmachen, damit dann das Vollbild dann auch gut zu sehen ist und so. Gut, ich habe heute Ausbildungsanteil eher. Normalerweise habe ich ja immer so eine Präsentation noch mal richtig gut vorbereitet. Heute ist es aber so. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel vorbereitet, weil ich möchte auf den Verfall eingehen, der ja am Freitag jetzt ansteht, am 17. ist das. Und einfach auch nochmal euch darauf hinweisen, dass natürlich, wenn ihr alle im Future Trading oder die, die im Future Trading jetzt vielleicht einsteigen wollen oder aktiv werden wollen, dass ihr dann halt dahingehend euch entsprechend dann informiert, wann das Ganze dann immer wieder passiert, der Verfall. Und ich möchte heute im Speziellen mal auf den Verfall in den USA eingehen, weil ich ja jetzt auch am Nachmittag hier die US-Futures dann handeln werde, sofern sie es ergibt. Und ja, gut. Dann gehen wir mal rüber in den auf meinen Desk und ihr seht schon, hier ist meine Homepage. Im Übrigen, viele nutzen ja das Ganze, dass sie auch über mich ein Konto öffnen und auch hier nochmal der Aufruf, keine Angst zu haben. Ich hatte jetzt der Tage mit jemandem Kontakt, denn wer hier über meine Homepage mit FX Flat ein Konto öffnet, hat die Möglichkeit halt mit mir auch sowohl in ein Gespräch als auch in ein individuelles 1:1-Coaching zu gehen und ich sage mal so, in so einem Telefonat kann man schon viel an möglichen Infos bekommen und nicht für jeden ist natürlich jetzt ein Coaching geeignet. Ja, aber für den, wo es sich ergibt, da ist dann auch nochmal die erste Stunde Coaching dann frei. Ich selber muss aber auch sagen, ich mache jetzt relativ wenig Coaching-Stunden, da ich doch zurzeit mir ein bisschen Freizeit gönne. Aber nichtsdestotrotz, das Erstgespräch und auch morgen habe ich auch ein Gespräch mit jemandem, der auch ein Konto eröffnet hat über FX Flat. Also einfach melden. Ich weiß nicht. Ich gehe gerne auf Fragen ein und dumme Fragen gibt es halt nicht. Ne? Das vielleicht nochmal dazu, einfach um auch die Scheu vor denen, dass da keine Scheu geben muss, einfach, dass man sich nicht traut. Also das kam halt bei einem Telefonat raus, dass der eher Angst hatte vor mir und da dachte ich, wieso? Ich weiß doch nicht. Ja. Genau. Also da könnt ihr einfach mal rübergehen, über die Seite oder auch allgemein über meine Seite halt rüber mal gucken, ob ihr da was Interessantes findet hier in der Mediathek und so. Also wie gesagt, ist einiges da und das nochmal an der Stelle dazu. Genau, wir haben jetzt heute ist Mittwoch und zwar haben wir jetzt den Verfall am Freitag und es ist in den USA halt so,
ein bisschen anders wie bei uns, dass der Verfall oder der Rollover von einem den anderen Kontrakt halt etwas über eine längere Zeit geht. Ich zeige euch mal hier, das ist die Seite der CME, die offizielle Seite. Und ihr seht jetzt hier unten die Voluminas, wie die jetzt schon gewechselt haben. Warum ist das in den USA oder warum erzähle ich euch das für die USA? Weil es im DAX halt auch ein bisschen anders gehandelt wird. Ja? Hat jeder Markt so seine Eigenheiten. Ihr seht jetzt der September-Kontrakt, das ist der Kontrakt, der läuft jetzt am Freitag aus und dann ist nur noch der Dezember-Kontrakt. Also der September ist dann Geschichte. Und ihr seht jetzt hier schon, wenn man jetzt das Globex-Volumen nimmt, dann habt ihr hier 236.000 gehandelte Kontrakte und im Dezember schon 536.000 Kontrakte. Ich würde mir wünschen, wenn wir im DAX mal so viele Kontrakte handeln würden. Denn ja, der Nasdaq steht ja fast auf einem ähnlich hohen Niveau wie der DAX und im DAX schaffen wir es ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch über 50 oder 60.000 Kontrakte kommen. In den USA ist es halt so, dass gegenüber dem DAX mal zum Vergleich, im DAX wird gehandelt eigentlich in dem Verfall September bis am Donnerstag. Also bis Donnerstag, auch heute ist da noch relativ hohes Volumen drin. Und in den USA seht ihr jetzt schon, sollte man nicht mehr im September-Kontrakt handeln, sondern im Dezember. Und hier gibt es durchaus einige Regeln zu beachten. Also Regeln sind jetzt nicht wirklich. Und zwar, wenn wir, man muss jetzt sehen, aber vielleicht wäre es das nochmal ein guter Hinweis, um es nochmal auch nochmal zu zeigen. Und zwar habt ihr hier hinten die offenen Kontrakte noch im Future. Also hier sind es 86.000 offene Kontrakte und hier 190.000. Wenn wir im S&P 500 reingehen würden, dann würde hier 1 Million oder knapp 1 Million oder sowas dastehen. Und die müssen gerollt werden. Also nicht alle Future-Kontrakte werden geschlossen, ja, sondern auch teilweise gerollt. Und das möchte ich euch hier nochmal gerne zeigen. Also wir haben hier unsere Zeitachse. Halt, ich muss mal das Tool nochmal neu starten. So. So. Also wir haben unsere Zeitachse. Und ich mache mal hier den Verfall. Das ist jetzt der Freitag. Ja, komm her. So, das ist jetzt hier der Freitag, der 17. So, und im DAX, ich mache mal hier rot den DAX nochmal kurz. Rot im DAX wird das Volumen für den Verfall. September. Also ich hoffe, jedem ist klar, dass in einem Future beim Verfall im September dann, also ein Future hat immer eine Endfälligkeit, also eine begrenzte Laufzeit. Und im DAX oder FDAX vielmehr, logischerweise, oder FDAX Mini, wird meistens bis Mittwoch, also bis heute und bis Donnerstag in dem hohen Volumen gehandelt, denn am Freitag um 13 Uhr ist der Verfall. Das heißt also, am Freitag handelt dann keiner mehr im DAX. In den USA ist es hingegen so, dass dieser Rollover beginnt oder also wo die Kontrakte, wo man anfängt, in den Dezember-Kontrakt zu wechseln, also der nächste Kontrakt ist dann der Dezember-Kontrakt. Ja. So, fängt man an und zwar minus eine Woche. Wie schreibe ich das am besten? Minus eine Woche. Und da der Mittwoch. Ich schreibe es jetzt mal aus, am Mittwoch. Das heißt hier zurück, zack, das ist hier der Mittwoch vor einer Woche. Vom Datum her, der 8.9. Der 8.9. Und vom 8.9. an wechselt dann das Volumen. Also, wenn wir dann haben, hier haben wir den September-Kontrakt, der ausläuft. Und jetzt machen wir hier dahingegen den Dezember, das ist der Dezember-Kontrakt. Vom Volumen her, und das ist der
September-Kontrakt. So. Ja, das heißt, das Volumen nimmt von der Zeit an, hier wird 100% noch im September gehandelt und dann geht das runter bis zum Verfallstag, da ist es noch null. Und das Volumen im Dezember-Kontrakt steigt halt stetig. Und jetzt gibt es halt ein Problem, was wir hier haben und was auch das Handeln heute relativ schwer macht. Achso, ich sehe gerade noch die Fragen. Ich habe mein Fragenfenster gar nicht offen. Ah, genau. So. Jetzt kommt hier genau die interessante Frage, nämlich Rollen heißt nicht anderes als schließen und neuen Kontrakt eröffnen. Genau. Nehmen wir nochmal hier meine Webcam an. Ich gucke die ganze Zeit in die Webcam, die ist gar nicht an. So. Können wir es nochmal anmachen? Jetzt muss ich jetzt gucken. Ich habe hier eine Werbetasse. Die Werbung. Mal kurz schnell einen Schluck trinken. So, also wir gehen nämlich rein und gucken uns das jetzt nämlich das Ganze an. Was passiert beim Rollen? Da können wir uns auch den aktuellen Chart nämlich herholen. Oder zumindest die, ich hole mal die Ansicht hierher. Aktenübersicht. So. Na, wenn ich das jetzt hier schließe, geht das andere. Ah, geht alles beides runter. Blöd. So. Wir fahren das mal kurz raus und das hierher, Marktübersicht. Aber ich zeichne hier nochmal. Ah, jetzt friere ich natürlich auch mit ein. Zumindest bei mir friere ich ein. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei euch ist. Ja, wir sehen Also, jetzt deine Webcam zweimal und einmal eingefroren oder? auf dem Mundbildschirm. Ja, jetzt ist sie wieder weg. So, jetzt nochmal. Jetzt passt. Jetzt passt gut. Alright, also. Und zwar seht ihr jetzt hier, Augenmerk mal lenken, wir nehmen jetzt mal hier den Nasdaq hierher. So. Das, was ich jetzt hier rot markiert habe. NQU 21 ist der September und Z21 ist der Dezember. So, das heißt, wenn ich jetzt rolle, ich bin jetzt, keine Ahnung, 10.000. 10.000 Kontrakte long, das gilt für jeden Future. Ich bin jetzt 10.000 Kontrakte long im NQ September. NQ September. So. Wenn ich jetzt diese 10.000 sage, ich will die Position nicht schließen, sondern ich möchte diese Position mit in den Dezember nehmen, dann muss ich jetzt die 10.000 Kontrakte, die plus, die long, also long, ne, muss ich die 10.000 Kontrakte schließen und im Dezember öffnen. Also einmal minus 10.000 und dann im Dezember-Kontrakt muss ich es eröffnen plus 10.000. Ja, so läuft das Ganze. So, ihr seht aber, wenn ihr jetzt mal das euch anschaut, dann seht ihr hier so eine kleine eine Differenz zwischen NQ September und Dezember. In Summe, ich sage jetzt mal ganz grob, 8 Punkte. 8 Punkte Unterschied. Ups. 8 Punkte Unterschied haben wir hier. 8 Punkte Unterschied. Minus 8 Punkte. Was heißt minus 8 Punkte? Bei 10.000 Kontrakte als Beispiel wären das halt 8.000 Punkte Verlust. Ihr Quatsch. 10.000 Kontrakte, 80.000 Punkte Verlust, wenn man so möchte. Ja, mal 20 Dollar pro Punkt im Nasdaq Future. Ja, es sind halt irgendwie 160.000 Dollar Rollverluste. Ja, und die möchte man ja nicht haben. Also was macht man? Man versucht natürlich über Algorithmen, macht man Folgendes, man versucht es so hinzubekommen, dass man den September so verkauft, also den September wird verkauft, in der gleichen Zeit wird der Dezember gekauft, der Dezember wird gekauft und man versucht hier diese Verluste, diese 8 Punkte, so gering wie möglich zu halten, wenn es gut geht, auf 2 bis 4 Punkte. So. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich ja die 10.000 Kontrakte long im September schließen muss und im Dezember öffnen muss, was mache ich? Ich fahre, wenn ich den September schließe, ich meine, man macht das die 10.000 nicht auf einmal, aber wenn ich die September schließe, schieße ich mir den Markt runter. Wenn ich die Dezember Kontrakte eröffne, schieße ich mir den Markt nach oben. Was ist denn das Typ, was wäre denn aus dieser Aktion heraus hier
das Chartbild. Das Chartbild wäre, ja, weil ich ja immer eine Seite schließe, als Beispiel, ich schließe ein paar Kontrakte im September, ich schließe ein paar Kontrakte im September, ich schließe ein paar Kontrakte im September, ich schließe ein paar Kontrakte im Dezember. Ich eröffne ein paar Kontrakte im Dezember, ich öffne Kontrakte im Dezember, ich eröffne Kontrakte im Dezember, ich öffne Kontrakte im Dezember. Ja, so kann man sich das vorstellen. So, und da versucht man halt, und am Ende des Tages kommt dann ein Bild raus, was mehr oder weniger range-lastig ist. Ja. Und dadurch, dass das in USA so viele Kontrakte sind, die gerollt werden, und gibt es diesen offiziellen Termin immer eine Woche vor dem Verfall am Mittwoch. Da beginnt das Rollen und dann beginnt die Verschiebung. Und man sagt immer, in der Woche, in der Verfallswoche, die wir jetzt haben, ist der Markt halt auch nicht so einfach handelbar, weil wir haben einmal die Future-Seite, wir haben die Optionsseite, die auch entsprechend anfängt zu rotieren unter Umständen. Und das führt dazu, dass der Handel halt nicht so schön ist. Und wir sehen das Ganze dann halt auch sehr oft in dem, ja, auch gestern typischen Chartbild, was dann halt nicht einfach zu greifen ist. Und das zeigt uns einfach, dass halt natürlich solche Faktoren auch einen ziemlichen Einfluss haben. Wenn wir uns mal hier gestern den Verlauf von gestern hier im Nasdaq zum Beispiel mal angucken. Ja. Das sieht man ja auch. Das Bild halt ist relativ ruppig halt, ne? Zwar abwärts jetzt gerichtet, aber teilweise werden hier dann immer, sehen wir starke Gegenbewegungen oder heftige Gegenbewegungen, wenn der Markt jetzt hier vielleicht schnell runtergeht, 40 Punkte, und dann wieder hochgeht oder mal stärker hochgeht. Also da drinnen werden halt auch immer wieder in solchen Bewegungen auch Kontrakte halt gerollt. So, und ist halt immer fraglich, welches Institut fängt wann an, zu welcher Zeit, welcher Algo läuft da, um halt auch das zu diese Rollkosten zu minimieren. Und das führt dann meistens zu einem recht, ja, unschönen oder nicht, ja, ab und zu nicht immer zu einem unschönen Bild. Ja. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie viele dieser Kontrakte bleiben halt offen und wie viele werden auch gerollt. Das wissen wir ja am Ende auch nicht. Aber grob kann man sagen, so 70% der gesamten Kontrakte werden circa gerollt. Ja. Genau. Genau so. Also das mal zum Verfall. Und deswegen bin ich mal gespannt. Heute ist sozusagen der Mittwoch. Also Montag, Dienstag ist dann immer noch so ein bisschen der Tag, wo es gerade drüber schwappt. Und jetzt definitiv ist halt im September, ich habe es ja gestern jetzt gesehen, per gestern, wirklich deutlich weniger. Und jetzt fliegt der Rest dann halt dann noch raus, und der nicht gerollt wird, der bleibt dann halt noch drinnen. Und das kann halt bedeuten, dass wir heute eigentlich auch einen Tag bekommen, wo dann, ja, der vielleicht auch nicht so schön ist. Genau. Das soweit nochmal zum Rollen von Kontrakten und zu dem Verfall in den USA. Im S&P ist es genau auch ähnlich. Und wie gesagt, wenn wir jetzt, da müsste ich jetzt wahrscheinlich hier mal gucken, wenn ich die Eurex aufrufen würde, würde man, denke ich mal, im mal das Volumen von der Eurex, würde man vielleicht im FDAX sehen, dass da gar nicht so viel, mal sehen, ob ich es hier auf die Schnelle finde, dass das im Dezember noch gar nicht so groß ist. Man kann ja mal gucken, ob man das Produkt hier vielleicht findet, Handelszeiten. Märkte, ja, muss man hier wahrscheinlich. Aktienindex, DAX. So, jetzt gucken wir mal. So, Futures, DAX Future. Ja. So. Ja, und dann seht ihr das hier. Im September noch 71.000 Kontrakte per gestern gehandelt, nehme ich mal an. Das alles, ja, vergessen. Gehandelt. Und genau, und im Dezember nur 37.000. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Realtime ist oder wahrscheinlich auch, dass das eine Statistik ist, glaube ich dann eher von gestern. Ne? Also 71.000 im September noch und 37.000 im Dezember. Also da ist auch gerade der Wechsel, der Switch. Aber nicht so wie in den USA. In den USA ist jetzt schon im Dezember mehr als im September. Genau.
Gut, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann gerne her damit. Ja. Ich kenne sogar Trader, die in der Verfallswoche maximal Montag und Dienstag handeln und die restliche Woche Urlaub machen. Ja, also es sind eher etwas größere Future-Händler, die das, also die halt privat für sich handeln, aber schon, also jetzt nicht so ein, zwei Kontrakte-Trader, sondern ein bisschen mehr Kontrakte handeln und auch die sagen sich, in der Verfallswoche muss ich nicht dabei sein. Ja. So, genau, das sind die Unterschiede. Dann vielleicht noch von der Uhrzeit her, also der Verfall ja im DAX ist am Freitag um 13 Uhr, wenn wir schon mal gerade beim Verfall sind. Ab 11:50 Uhr aber geht das schon los, weil im DAX die ca. 25% der Gewichtung vom DAX sind auch im Eurostoxx vertreten. Und im Eurostoxx ist es so, dass der Verfall da von 11:50 Uhr bis 12 Uhr geht. Das heißt, der hat da auch entsprechend schon Einfluss. Denn wenn es da Verwerfungen gibt, die dann in den, über den Future in die Aktie getragen werden, und davon sind 25% der Gewichtung im DAX betroffen, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf den DAX, dass der dann mal plötzlich um 11:50 Uhr aus dem Nichts mal irgendwie 20 Punkte in eine oder in die eine oder andere Richtung springt. Oder vielleicht halt auch genau Punkt 12 Uhr kann das halt auch passieren. In den USA hingegen ist es so, da ist der Verfall direkt um 15:30 Uhr. Da gibt es eine ganz genaue Zeit, wie viele Sekunden nach 15:30 Uhr. Und das wird, glaube ich, 30 Sekunden lang um 15:30 Uhr ein volumengewichteter Durchschnittspreis ermittelt und das ist dann der Verfall oder der Abrechnungskurs. Also es ist ein bisschen kompliziert dargestellt, aber mit Eröffnung des Handels in den USA ist es so, sind die Kontrakte halt weg vom September. Damit hat man den ganzen Tag auch den Handel in einem, also vorwiegend in dem Dezember-Kontrakt. Im DAX ist es dann halt so, dadurch, dass es halt in der Mitte des Tages passiert, kann es dann halt auch passieren, dass dann nach 13 Uhr auf einmal dann, wenn irgendwelche Hedges noch aufgelöst werden, irgendwelche Spread-Produkte getradet worden sind oder was auch immer, die mit September, Dezember, Kalenderspreads oder so und die halt nicht, die vielleicht jetzt nicht geschlossen oder die zwar geschlossen worden sind, aber es gibt jetzt keine neue Position von Dezember zu März. Dann kann es halt vielleicht sein, dass da auch entsprechend denn es zu Verwerfungen gibt oder gehedgte Positionen bis zum Verfall sind auf einmal einseitig offen im Risiko, weil ja der September dann fehlt und das kann halt auch sein, dass es dann offene Risiken gibt, die wiederum gehedgt oder abgedeckt werden müssen oder zu entsprechenden Trades im Dezember-Kontrakt führen und damit gibt es manchmal oftmals nach 13 Uhr dann, ja, hat der Markt ein anderes Gesicht. Und bewegt sich nicht immer, aber je nachdem, was noch an Positionen noch gehandelt werden muss, dann doch manchmal sehr stark in eine Richtung. Das vielleicht nochmal. Jetzt haben wir das gesamte Thema Verfall dann durchgesprochen. Ich für meinen Teil muss mal für heute gucken, ob ich ja heute noch einen Trade oder Trades mache. Ich habe zum Beispiel in der ganzen Woche heute noch gar kein Future Trading gemacht. Bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen. Und ja, wir können ja mal auf mein Desk gehen. Wer Fragen hat, wie gesagt, sei es zum Skype-Trading, sei es zum Future-Trading, sei es zum kurzfristigen Trading, whatever, der kann da gerne Fragen stellen. Also nutzt die Gelegenheit und wie gesagt, ich weiß nicht, auch beim Telefonat nicht. Genau. Gut, vom Aufbau meines Bildschirms, also ich kann auch so traden, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht mir noch ein paar andere Tools noch mit reinziehe in den Markt, je nachdem, wie die Volatilität ist. Dass ich dann halt sage, okay, ich greife dann doch noch auch auf den Footprint-Chart zurück oder ja, auf gewisse andere Tools in einem Range-Chart oder in einem Tick-Chart und so, wo ich auch Signale halt rausziehen kann, jetzt nicht zwingend muss, aber es geht. Wer an der Stelle vielleicht auch aus dem letzten Webinar heraus diesen Handel über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short und unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze Long so ein bisschen gehandelt hat, der ist, glaube ich, auch ganz gut durch die letzten Wochen gekommen. Ja. Ich war ja jetzt auch bis September war ich ja im Urlaub gewesen. Ich bin jetzt ja erst, tatsächlich, ich bin ja erst eine Woche, bin ja gerade auf, bin ja erst eine Woche wieder da. So, genau. Und bis jetzt habe ich noch, ja, seit meinem Urlaub bin ich noch nicht am Nachmittag wirklich zum Handeln gekommen. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, einen Tag oder so habe ich mal gehandelt.
Tatsache, genau. Ja. Gut. Vom Aufbau des Desks ist es so, oben rechts seht ihr den Tageschart vom Nasdaq. Wir sind hier in einem interessanten Bereich angekommen auf Tagesbasis. Für mich geht es hier darum, ob wir jetzt aus dieser, das war das Hoch gewesen, denn ein Rücksetzer weiter nach oben. Hier oben ist der Nasdaq relativ lange rumgeeiert. Jetzt kommt er zurück. Wir haben ja dieses einen sehr, sehr stark überlagernde Kerzen gestern auch und sehen aber, dass wir vom Handel her immer hier wieder versuchen, über dieses letzte Hoch wieder drüber zu kommen, haben das per gestern auch knapp geschafft und heute mal sehen, ob wir es halt schaffen, hier nochmal eher in Trendrichtung nochmal nach oben zu gehen oder ob wir hier denn doch nach unten so ein bisschen wegdriften und die Tiefs dann, also diese 15.383 nach unten wegbrechen und dann wird es natürlich spannend werden, was an den Tagestiefs der letzten beiden Tage passiert. Und die Tagestiefs als solches habe ich auch, oder die Linien am Ende habe ich auch im Stundenchart hier mit drin. Können Sie hier nochmal den Stundenchart aufmachen? Da sind die Linien auch drin. Also das Tagestief von vorgestern, gestern relativ auf einer Linie. Aber trotzdem das Chartbild, also für mich ganz ehrlich, sieht das Chartbild schon echt völlig behämmert aus. Und ja, da muss man halt gucken, ob man jetzt sich jetzt hier in diesem Markt halt engagiert oder nicht. Ja. Dadurch, dass ich das Ganze hier nicht im Demo-Modus handeln kann, sondern nur im Echtgeld handeln kann, ist natürlich so, plus wegen der Show, klar können wir sagen, ich riskiere hier irgendwie $200, so just for fun, aber bin ich halt nicht so der Typ dafür. Also was hier halt auffällt, ist vor allem auch am Montag, also die Unterstützung hier, da hat man schon wirklich lange versucht, das Ding zu halten. Gestern der Dip hier rein kam halt relativ spät, also kurz vor Handelsende erst. Und bis jetzt, heute im heutigen Handel, konnte sich der Nasdaq jetzt nicht so wirklich davon ablösen. Und deswegen fallen halt vielleicht einem auch diese fallenden Hochpunkte hier relativ deutlich ins Auge. Und dadurch, dass der Markt heute gerade mal ja nicht wirklich über das Hoch der letzten Stunde hier gelaufen ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man hier vielleicht auch direkt hier straight on nach unten versucht wegzugehen Richtung 15.343. Werden wir mal sehen, wenn der Markt halt aufmacht. Also ich bin da völlig unvoreingenommen. Genau. Ist die blaue Linie die 83,25? Das ist das Tageshoch aus dem Tageschart. Kann sein, dass das hier auch mit dem, ja, also, ja, doch, es ist ja auch gleichzeitig ja dann der so ziemlich der Close, ne? Also, ich meine, der Close hier lag ja so wenn man es hier mal aufzieht, so ziemlich drauf, ne? Also, ich sage jetzt mal Close und dieses Hoch vom 25.8. so ziemlich eine Linie. Das stimmt. Wir können uns aber ja auch hier das. Achso, ist ja an. Oh, müsste ich doch eigentlich hier die Close-Linie sehen, oder? Ja, wir werden es gucken. Also, wir gucken mal, wie das heute ist. Also, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir so einen Kack, sorry für den Ausdruck, aber vielleicht hier sowas bekommen, wie wir es auch vorbörslich hatten. Ja, jetzt haben wir die Eröffnung hier, 15:30 Uhr. Da warte ich sowieso die ersten 5 Minuten Kerze ab, handel ich sowieso nicht. Und ja, mal gucken, was geht. No. Warum handle ich die Eröffnung nicht? Klar, ich meine, wenn der Markt jetzt hier einfach in eine Richtung geht, ist okay, aber ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass so eine 5-Minuten-Kerze oder die erste Minute komplett retour gedreht wird und ich dann am Ende gleich mal 30 Punkte auf die Mütze bekomme, das sind $60. Und deswegen, das ist für mich einer der Gründe, warum ich halt die nicht handle. Weiterhin zum Chartaufbau, also unten rechts ist der Stundenchart, da gehe ich dann auch immer mal gerne in den 30-Minuten-Chart oder auch mal in den 15-Minuten-Chart oder das mache ich auch hier in der Mitte. In der Mitte seht ihr schwarz-weiß als Kerzen den 1-Minuten-Chart und dahinter
den X-Frame, den es kostenfrei auch gibt, den der Dirk für mich mal programmiert hat. Das sind die blau-braunen Kerzenländer. Ich mache es aber oftmals so, dass ich hier auch, viele können dieses nicht so richtig greifen. Deswegen kann es auch sein, dass ich hier ein paar Mal dann auf den ausmache und dann auf den 5-Minuten-Shot only gehe. Ja. Ah ja, was mir noch fehlt, gerade stelle ich gerade fest, ist die Restzeit für mich ganz wichtig, um einfach zu wissen, wann die Kerze halt fertig ist. Ja. So. Also es würde mir persönlich auch reichen, wenn ich hier ausschließlich, jetzt hängt hier irgendwas, wenn ich hier ausschließlich nur um 5-Minuten-Chart, also wenn der Markt so ist, wie er gerade ist, reicht mir eigentlich auch der 5-Minuten-Chart zum Handeln. Ja. Vor allem, wenn ich, so also jetzt hat sich hier irgendwas aufgehangen, also die anderen beiden laufen noch. Wenn ich vor allem, wenn der Markt so hin und her eiert und lange Kerzen halt hat, mal gucken, so irgendwas, so. Ne? Da hat sich wohl gerade der Dings verabschiedet oder was? Stay Trader. Ansicht. War doch schon. Wie gesagt, normal passiert das nicht, aber es ist halt wirklich immer so, dass immer, wenn wir, also bei mir zumindest, kommt es immer mal wieder vor, wenn Webinar-Software an ist, dass dann halt sowas bei mir auch mal abkracht. So, jetzt sehen wir hier den deutlichen Dreh vom, so, hier den deutlichen Dreh, ja, vom Hoch zum Tief in der Kerze und deswegen muss ich jetzt den Anfang da nicht zwingend halt handeln. So. Ja, gut. Wie dem auch sei. Ah. Wichtig auch beim Traden, stelle ich auch mal wieder fest, wenn ich manchmal oder früher mit Leuten zusammen, also mit Coaching-Teilnehmern vor allem, gehandelt habe. Die sind halt immer voll an, wenn hier der Markt sich so bewegt und da hilft auch echt hier sich mal schön entspannt zurücklehnen. Also ganz viele, das ist auch echt interessant. Also bei meinem 1:1-Coaching ist oftmals eine Webcam mit dabei gewesen. Ich erzähle das jetzt nur so ein bisschen aus der Plauderecke, aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt sowieso keinen Trade mache. Also vielleicht könnt ihr mal euch selbst beobachten. Viele Trader sitzen mit dem Oberkörper nach vorne gebeugt. Und das ist halt eher so eine aggressive Haltung. Und irgendwie, ich beim Traden, ich liege eigentlich immer so. Ich sitze eigentlich immer so da. Also ich trade immer mit in Rückenlage. Und unterm Tisch die Füße hoch. Ja, und das ist auch so. Das ist irgendwie viel entspannter. Also da bin ich nicht so angespannt. Und viele können das gar nicht. Ja. Ja, viele können das gar nicht. Die können überhaupt nicht so im Stuhl wackeln, wenn der Chart so läuft. Ja, so ein bisschen hin und her wackeln, Gedanken kreisen lassen, was könnte mir der Chart zeigen. Und da ist halt so hier nach vorne Attacke und dann geht es los. Fällt mir nur gerade so ein, so, weil ich relativ relaxed bin. Und der Markt sich halt stark bewegt. Ja, ich meine, Börse ist halt auch dafür gemacht, um halt die Leute zu triggern. Ja, also dieses Hin- und Her-Gedackel ist ja dafür gemacht. Schön entspannt handeln, genau. Es darf einen nicht stressen. Ich stehe auch manchmal am Pult. Ja, ich könnte meinen Tisch hier auch hochfahren. Ist auch manchmal ganz gut. Ab und zu, wenn ich lange Webinare habe, also jetzt klar heute auch, aber heute sitze ich, aber ich könnte den Tisch jetzt auch hochfahren und im Stehen, aber denn die Kamera ist hier nicht am Tisch befestigt, deswegen würde das dann hier alles umkippen. Aber ja, mache ich auch. Also im Stehen auch mal wirklich zu arbeiten, einfach auch eine andere Perspektive, andere Muskulaturen, die da beansprucht auch werden, wenn man schon tagtäglich sitzt. Kann ich nur empfehlen, in so einen Tisch zu investieren. Gut, also mal gucken. Wir sind hier unter dem Tief der letzten 5-Minuten-Kerze gewesen. Mal sehen, wie der Nasdaq jetzt hier hochkommt. Mein Ziel wäre es in Richtung 15.392, also sind jetzt nur 10 Punkte, 8 Punkte hier hochzugehen. Ich wollte gerade mal gucken, so wie die Einzelaktien reinkommen. So jetzt kann
Oh ja, wenn du auch allgemeine Fragen beantworten willst, wozu sollte man Futures handeln anstelle von Optionen? Also Optionen sind natürlich vom Vehikel halt kein Delta-1-Produkt, wenn man es so ausdrücken möchte. Denn der Future, der bewegt sich immer, klar, der hat jetzt eine andere Wertigkeit, also oder egal wo der Nasdaq Future steht, ein Punkt im Nasdaq Future, also im Großen, sind $20 plus minus. Und das ist egal, ob das Ding bei 5.000 Punkte steht oder bei 15.000 Punkte. Und damit ist das ein sogenanntes Delta-1-Produkt. Es bewegt sich immer entsprechend von der Wertigkeit her plus minus, wie sich halt der Markt bewegt. Eine Option ist halt kein Delta-1-Produkt, sondern ein Delta-Produkt. Und da gibt es ja bei den Griechen auch dieses Delta, zum Beispiel bei 0,5, ja, würde das halt ja bedeuten, dass der Nasdaq sich um 100 Punkte bewegt. Und bei einem Delta von 0,5 bewegt sich halt die Option nicht um 100 Punkte, sondern halt nur um, im Basiswert gesehen, um 50 Punkte, wenn man es wieder zurückrechnen würde. Ja. So, und wenn das Delta bei 0,7 ist, dann bei 100 Punkte wären es halt 70 Punkte. Und bei einem Delta, wenn die Option außerhalb des Geldes liegt, dann habe ich natürlich hier bei einem Delta, ich sage jetzt mal von 0,1, dann bewegt sich bei 100 Punkten das Ding halt nur 0, also nur 10 Punkte. Und diese Veränderung des Deltas ist natürlich wiederum ein Vorteil der Option, weil wenn ich jetzt eine Option nehme, die weit aus dem Geld ist und der Markt steigt und steigt und steigt und meine Option läuft immer weiter ins Geld hinein, dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, dass ich aus einem kleinen Delta ein großes mache und damit dann viel mehr an dem Markt partizipiere, weil ich ja vorher bei dem kleinen Delta viel mehr investieren konnte bei einem kleinen Risiko. Ne? Und von daher ist das natürlich, ob Vorteil von einer Option wiederum ist halt über längere Sicht. Man kann halt A, unterschiedlichste Richtungen handeln und man kann auch also ja auch vom Verkauf der Option leben, indem man die Prämie vereinnahmt. Und aber wiederum ein Nachteil einer Option ist halt für Scalp Trading, was ich ja mache, also das kurzfristige rein raus, ist natürlich eine Option jetzt nicht geeignet. Ne, also nicht zwingend, weil gut, ich weiß jetzt gar nicht im Nasdaq bei den Optionen oder im S&P 500, wie da jetzt die Spreads halt sind. Ja, da kann es halt schon sein, dass das nicht vom Vorteil ist. Also bei deutschen Optionen ist es schon so, ich habe mal auch mal kurz, ganz kurz mal Optionen gehandelt im DAX, DAX-Optionen. Und da war es halt so, dass ich teilweise bei Optionen, die so etwas mehr am Außengeld waren, musste man immer so ein Quote for Request erstellen. Das heißt, man muss den Market Maker fragen, hier mach mir mal einen Kurs für meine eine Option, die ich kaufen will. Ich will halt nicht den Spread bezahlen und ja, dann hat man da einen Preis bekommen und konnte dann zu dem Preis dann kaufen. So, jetzt sind wir am Tagestief von gestern gleich dran. Also relativ gut Attacke nach unten. Wir sehen, der Nasdaq verhält sich, der S&P 500 oben links im 5-Minuten-Chart verhält sich ähnlich. Und der auf der unten links haben wir jetzt den Dow Future. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt da unten drauf guckt auf den Dow und sagt, hey, der steht doch ganz woanders. Wo mein CFD steht, das liegt daran, weil das hier unten der Future ist. Genau. So, jetzt mal gucken, was hier am Tief passiert. Und ob man da vielleicht einen Trade irgendwie bekommt oder nicht, oder wie auch immer. Genau, jemand schreibt gerade noch am besten im Bildschirm reinkriechen und den Chart anschieben. So, neue 5-Minuten-Kerze. Also ich würde jetzt gucken, folgendes. Ich würde jetzt schauen, wie brechen wir das Tief von gestern. Tendenziell würde ich da eine Reaktion auf der Oberseite dann erwarten mal. Also dass so wie gestern der Markt anfängt, das zu kaufen. Würde ich danach einen Long Trade suchen. Ja, und wenn es halt direkt mit Schmackes durchgeht, dann muss ich halt gucken, dass ich A, nicht so einen großen Verlust habe, B, dass ich eventuell meine Meinung drehe.
Mal gucken, also hier unten rechts im Stundenchart sieht man es ja. Also Frage ist jetzt halt hier nach den 10 oder gleich 15 Minuten, ob wir hier direkt durchfallen oder nicht. Also ob wir uns hier so stabilisieren, so ein bisschen wie es hier der Dow halt macht. So, welcher Wert kracht denn eigentlich? Und die Amazon ist relativ straight on auf der Unterseite. Und auch die Apple. So, jetzt sind wir hier durch. So, jetzt gucken wir mal. Also wenn der Markt hier wieder hochkommt, dann lasse ich mich mal hier einstoppen am Tief der letzten 5-Minuten-Kerze und am Tief da unten. Mal gucken, ob es da. Ziel wäre, dass die 5-Minuten-Kerze dann hier irgendwo hier oben schließt. Aber wenn auch die Minute jetzt nicht gleich steigt, dann lasse ich das dann auch bleiben. Ich glaube, das kann ich vergessen hier. Ja. Ja, das war's. Zack. Also glaube ich, ja, es ist also nachdem der Markt hier durchgegangen ist, wir können das uns ja in der Minute angucken. Bis jetzt halt nicht wirklich deutlich zurückgekommen. Also hier ist schon richtig Druck drauf, gerade auf dem Kessel. Na, ich hatte meinen Buy-Stop hier auf die 50 gelegt. Ja. Mal gucken, der S&P 500, wenn der auch ans Tagestief von gestern kommt, wie es da ausschaut. Aber die Märkte laufen sowieso ja jetzt jeder für sich, weil im Nasdaq haben wir ja mehr so das Thema Inflation und so weiter. Also was ich jetzt nicht mache, kann man jetzt auch fragen, vielleicht ein oder andere fragt sich, ja, gehe halt short. Aber die Sache ist halt die, ich gehe halt nicht klar, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die 15.344 jetzt tief sind, ja, oder nicht. Das weiß ich ja nicht. Also ob der Markt nachher bei 15.300 steht, das habe ich auch keine Ahnung. Deswegen, ich kann aber an einem Tief jetzt, so wie jetzt gerade hier in so einem laufenden Impuls, gehe ich halt, wenn ich keine Position habe, irgendwie da unten noch short. Also da kriegt mich halt keiner rein. Ich brauche halt irgendein Signal und das habe ich jetzt hier nicht und von daher handle ich es halt auch nicht. Ne? Also. Wie gesagt, also was ich halt erwarte, ist hier so eine schnelle wie unten links beim Dow, so eine kleine, so einen ordentlichen Dipper nach oben. Wir gucken jetzt mal, wie er sich jetzt hier verhält. Wir sind am Tief dran, aber, und das Feld ist natürlich auch auffällig, Facebook macht auch ordentlich die Biege hier. Ja, es sind einige Aktien echt dabei, die hier ordentlich die Biege machen. Microsoft bis jetzt eigentlich am besten, ja. Gut, also was wollte ich gerade sagen? Genau, wenn wir uns jetzt mal ganz objektiv hier den Minutenchart selbst betrachten, sehen wir hier, dass der Markt hier immer weiter fallende Hochs gemacht hat, denn hier ganz klassisch durchgefallen ist und hier auch bei dem Hoch, also wahrscheinlich wäre ich mit meinem Long bei dieser Dynamik halt echt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar auch verkehrt drin oder würde knapp reingeholt werden. Und wenn jetzt dieses Hoch auch wieder verkauft wird, dann sieht man, okay, da haben wir halt einfach doch recht hohen Druck drinne, so dass halt der Markt halt nur da kurz das Hoch selbst einer 1-Minuten-Kerze rausnimmt und dann direkt nach unten geht. Also das Thema von der Struktur her, was ich sonst eigentlich handle, so im Dow wäre es jetzt besser gewesen, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze Long, wäre hier im Dow zumindest jetzt besser gekommen, aber ich handle jetzt den Dow gerade nicht und ja. Gut, die Kerze ging jetzt halt höher, das war hier so ein bisschen das Ziel gewesen, die Kerze ohne Docht hier erreicht, also die 1-Minuten-Kerze. Und jetzt hat die 5 Minuten dann drüber geschlossen. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte den Trade sowieso jetzt auf der 50, hatte ich den nicht mehr gemacht, das wäre mir zu lang gewesen. Ich möchte halt bei so einem Trade, den ich da jetzt gerade vorgehabt habe,
sehen einfach, der Markt geht durch ein wichtiges Level durch und wird sofort gekauft. Ich möchte nicht, dass der Markt da irgendwie 3 Minuten darunter handelt und dann eher das aussieht, als wenn der Markt weitergeht. Jetzt hält er hier schon wieder an. Also wir überlegen, ob ich überhaupt hier traden kann. Also aber wie gesagt, also ich schiebe es mal auf die Webinar-Software, weil ich weiß nicht, wann ich mal so einen Ausfall hier habe, wenn ich selber vor der Kiste hänge. Eigentlich ja nicht. Und die anderen Charts bewegen sich ja hier auch recht deutlich. Also das ist mir ein bisschen suspekt gerade. Der NQ normal bewegt sich auch, aber der MNQ, also das, was ich handle, dem Micro-Future, der will nicht. Also bei mir läuft der. Also ich habe den jetzt auch mal Ja. aufgemacht, um zu gucken, ob das irgendwie im MetaTrader liegt oder so. Aber ich habe das Ja, jetzt also mit. ich, ja, vielleicht habe ich zu viel drinne, kann auch sein. Aber Ich eigentlich versuche es nicht, mal ne? Ich will's. nachzubauen. Aber das ist halt, aber genau, er muss halt auch den MNQ nehmen, kann auch jeden anderen Markt nehmen. So, warte. Vielleicht ist es ja manchmal auch hilfreich, einfach nochmal den Chart ne, nochmal reinzuziehen. Machen wir es halt nochmal so hier. Aber hier bei mir steht er auch, ne? Oder? Jetzt geht er. Gut, also wir wollen ja erstmal alles safe sein. So, dann machen wir's. Jetzt geht er wieder. Was da los? Also, was ich gerade berichten wollte. Ich möchte natürlich, wenn ich einen Dip halt habe, dann sollte der Markt im besten Falle halt 1 Minute durchgehen und dann halt in die Gegenrichtung. Jetzt haben wir hier ganz schön Power im DAU. Und jetzt waren wir hier 3 Minuten darunter für das diesen Durchstich und zurück Pullback Trade halt, wenn so möchte ich mal nennen, war es mir hier fast zu lange. Jetzt gucken wir mal hier, ja. Die Kerze ist jetzt für mich halt auch nicht wirklich greifbar. Auch nicht wirklich greifbar, weil am besten hätte ich jetzt ein neues, also mit der neuen 5-Minuten-Kerze ein neues Tief gebraucht. So, jetzt kommen wir aber so langsam, denn also was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe als Trader ist es halt zu gucken, was habe ich für eine Struktur, wie kann ich hier handeln? Und von der Struktur jetzt hier, wenn ich die anderen beiden Märkte sehe, S&P und Dow, der hier abgeht wie Schmitz Katze gerade. Da ist es so, klar, da wird es sich durchaus hier eventuell einen Long anbahnen können. Ich gucke jetzt darauf, wie verhält sich der Nasdaq hier am Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Und dann kommt es jetzt im nächsten Step drauf an, wenn der Markt jetzt nochmal runterkommt, muss ich zwangsläufig den Entscheid ungefähr hier unten in diesem Bereich, aller spätestens muss ich überlegen, wird es denn eher weiter der Abwärtstrend werden oder wird es weiter. Oder ist es das Tief, was ich denn kaufen kann? Also die Überlegung ist jetzt im nächsten Step, nur um meine Gedanken vielleicht hier nachvollziehen zu können. Also über dem Hoch, wie im 1-Minuten-Chart erklärt, haben wir ja vorhin gesehen, im 1-Minuten-Chart, das wird abverkauft. Das kann jetzt auch im 5-Minuten-Chart passieren. Das heißt, wir sehen schlussendlich einfach nur, ich mache mal hier so eine Kerze, also hier so wie hier jetzt, ja, der Markt fällt, kommt hoch, geht über das Hoch so einer Kerze und fällt dann wieder runter. Genau das könnte ja auch passieren. Der Markt geht runter, kommt wieder hoch, fällt halt wieder weiter runter. Und wenn ich aber hier unterstelle, dass die anderen beiden Märkte so stark nach oben gehen und vielleicht ein bisschen eine Korrelation vorhanden ist, dann kann man überlegen oder die Überlegung, die kann man hier anstellen und sagen, okay, wenn der Markt aber hier unten hinkommt und vielleicht nochmal das Tagestief testet, ist es eine Option, in diesem Bereich den Long zu fokussieren. Mit einem relativ engen Stop oder vielleicht warte ich auch erst, dass der Markt das Tief hier abholt und dann steigt der Markt halt. Das sind die beiden Optionen und da muss ich jetzt einfach gucken, welche dieser Optionen der Markt halt zieht oder ob er es halt so macht, wie ich das gerade gedanklich durchspiele. Ja, ja wenn es halt zu so schnell jetzt nach oben geht, klar, dann haben wir so ein V-Reversal. V-Reversals sind extremst schwer zu handeln. Warum? Weil ich ja im klassischen Sinne, also falls ein V-Reversal kommt, weil ich ja hier im klassischen Sinne bei einem V-Reversal immer darauf setzen muss, dass der gesamte Move von vorher komplett platt gemacht wird. Und im meisten Fall ist ja so, wir gehen davon aus, der Markt bewegt sich, erholt sich, bewegt sich nach unten. Und deswegen ist halt so ein V-Reversal für mich auch immer wieder schwer zu handeln. Ja. So, jetzt sind wir über dem Hoch der Kerze und verkaufen ab. Hier an der Stelle, vielleicht wer es noch nicht gehört hat, wenn der Markt genau und das muss oder sollte tickgenau passieren,
Also auf der 15.362,0 oder 25. Und dann geht es hoch, dann hätten wir ein sogenanntes Wick-Kiss, nennt sich das. Und das gucken wir uns aber mal im 1-Minuten-Chart an. Das wäre halt ideal. Das wäre sogar ein Long-Trade dann, wenn wir diesen Wick-Kiss bekommen. Also Wick für Docht oder Lunte. So. Also wenn, dann muss es jetzt direkt laufen. Ja. Also die Kerze darf auf alle Fälle nicht unten schließen. So. Ja, tschüss, vielleicht zu langsam. Also bis jetzt mal positiv ist, auch wenn der Markt hier 3 Minuten hier unten gebraucht hat, aktuell hat er es ja mal versucht, hier den Konter einzuleiten. Mal sehen, wie das ausspielt. Also für die bullischste Variante wäre der Fokus Long hier in diesem Bereich für mich. Muss jetzt halt überlegen. Ist es der Long oder ist es er nicht? Und wenn wir das hier platt machen, die 38, dann wäre es sogar eher Long Fokus wieder weg. Und wieder der Short Fokus. So, jetzt, also das wäre jetzt also der unterste Long Fokus hier unten, aber wenn der jetzt auch nicht nochmal hält bis zum Tief, ja, dann muss ich warten, bis ich irgendwie eine Struktur bekomme, in der ich handeln kann. Ich gucke gerade noch in meine anderen Tools rein, ob sich da irgendwie was ergeben würde. Da habe ich aber auch nicht wirklich eine Idee. Gut, am Hoch dieser Kerze hier, da gab es noch was, aber das wäre ein bisschen zu fantastisch. Bis jetzt halt, wie gesagt, hin und her geeiert. Also für das unterste Long Level wäre das ungefähr bei 15.350 Long. Ja, Stop Loss 10 Punkte, kommt man eigentlich hin. Ziel mindestens 57 bis 62 und höher. Oder es fällt jetzt hier gleich nach unten durch. Aber dann hätte ich den Trade sowieso nicht, also so oder so nicht. Ihr seht es ja bei dem Kerzen hoch und hin und her. Ja. Warum habe ich hier über dem Hoch die Short-Seite nicht fokussiert? Weil wir durch den Modus davor nicht wirklich in diesem Modus waren, was ich im letzten Webinar ja erklärt habe, mit diesem über dem Hoch einer Kerze Short unter dem Tief halt Long. Also sah hier für mich schon eher so ein bisschen trendig aus. Deswegen hätte ich jetzt hier nicht erwartet, dass der Markt genau bis ans Tief oder nah an das Tief dieser Kerze komplett zurückkommt und das so dynamisch halt jetzt hier auch im 1-Minuten-Chart vollzieht. Naja, gut. Ja, jetzt ist es halt so, bei dem Hin und Her ist es halt für mich dann auch schwer, wenn man so viele Gedanken hat, weil klar, ich kann jetzt immer alles versuchen mit Long Short zu erklären, aber wenn man da laut denkt, kann man auch den Fokus halt verlieren und da muss ich jetzt einfach abwarten. Ich würde es jetzt mal vielleicht, wenn man es in Wenn-Dann-Regeln so reinpacken, wenn der Nasdaq versucht, die 15.300 43, also das Tagestief von gestern zu verteidigen. Also wenn das hier auch in der nächsten Zeit noch gelingt, dann ist es okay für einen möglichen Long. Und wenn er das hier fallen lässt, könnte durchaus auch noch ein bisschen mehr Abwärtsdruck halt reinkommen. So, bei der Kasse ist halt so, ist halt echt unterschiedlich. Ja. Ich habe immer die Kasse im Blick, also die Einzelwerte so ein bisschen. Und die Apple, die macht halt immer ein neues Tagestief und andere Werte stabilisieren sich ganz gut. Und damit gibt es hier durchaus Potenzial, dass wir hier auch immer wieder kaufen. So, jetzt waren wir hier kurz. Ja, das ist aber alles so Kuckuck. Das sind alles Trades, die ich jetzt. So eine Trades mache ich vielleicht, wenn ich, keine Ahnung, für den Tag schon gut vorne war und dachte, ach komm, ich riskiere was. Und wenn es plus minus null rausgeht, das ist halt auch nicht so schlimm. Aber es wäre heute mein erster Trade. Ich habe heute auch im DAX noch nicht gehandelt und naja. Kann ich mit der Wohler gerade nichts anfangen. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber
ist jetzt für mich auch nicht so dramatisch. Habe ja den ganzen Tag Zeit. Und es ist auch manchmal so, dass ich den einen Tag habe ich, glaube ich, auch erst 16 Uhr oder, also, oder 16:30, 17 Uhr erst angefangen zu handeln, wo ich dann irgendwie mir klar war, was die Jungs da so ein bisschen vorhaben. Vorher war das für mich nur eine, ich sage mal, eine Ballerei dazu und habe das auch nicht wirklich greifen können. Also ganz klar ist, ich sage auch immer, wenn ihr, also zu jedem auch zu euch, wenn ihr das Bild als solches nicht greifen könnt, also was will mir der Markt hier sagen? Was könnte er als nächstes vorhaben? Was ist die, welche Aufgabe stellt ihr mir gerade? Und ich kann es nicht lösen mit den Mitteln, die ihr halt persönlich nutzt. Und da ist es auch egal, was ihr nutzt. Es muss halt passen. Ja, egal, ob ihr jetzt mit einem einfachen Indikator handelt oder mit irgendwelchen Fibo-Levels oder mit einem Footprint oder mit einem Volume-Profile, mit einem Market-Profile. Egal, was ihr an Analysemittel habt oder nutzt. Und ihr könnt das Bild nicht greifen, dann nicht handeln. Viele wollen es dann trotzdem wissen und holen sich dann halt immer erstmal gleich mal rechts, links eine Schelle ab und das muss ja nicht sein. Ja. Gut, ich kann ja mal das ausmachen hier. Ich habe mir jetzt mich ja jetzt genug gesehen, glaube ich. Das hier mal aus. Ihr habt zwar eine 100.000er Leitung, aber gut. So, also wir eiern jetzt hier zwischen 15.362 und 44 hin und her. Wahrscheinlich gleich gibt es den nächsten Break. Zumindest wenn ich die ein oder andere Einzelaktie hier sehe, dann wäre vielleicht nochmal ein kurzer Stich runter. Aber wie gesagt, das muss so zwingend nicht sein. Naja. Ja, so ist es manchmal. Ich überlege nur gerade. Überlege gerade, ob ich, glaube ich, letztes Mal auch nach dem Webinar noch weiter gehandelt hatte. Das lief da eigentlich ganz gut. Oder denn kurz nach dem Webinar. Ging denn das los, was ich davor erklärt habe, glaube ich, ja. Oder so. Irgend sowas in der Art. Ist halt manchmal so. Ich glaube, da hat man sogar länger gemacht, bis 16:30 und dann ab 17 Uhr kam genau das, was ich da wollte. Und da hat der Markt das total sauber dann vollzogen irgendwie. Irgendwas habe ich da so ganz dumm in Erinnerung. Ja, aber das sind halt genau. Es sind halt die Kerzen, die ich so jetzt nicht brauche, die deutlich auch auf dieses Switchen oder auf diesen Rolloberhandel halt so mit hinweisen, einmal runter, einmal hoch. Naja. So, wir gehen nochmal hier in den 1-Minuten-Chart vielleicht, was da so ist. Ja, das. Am Ende, wie kann man es handeln? Also man kann am Ende hier eigentlich nur sagen, ich gehe davon aus, dass es so bleibt, wie es halt gerade ist. Man packt sich hier ein paar Limits rein und setzt halt drauf, dass die Limits halt abgearbeitet werden. Problem halt immer ist, sobald sich die Struktur halt ändert, ist halt das Risiko meistens nicht auf der Seite, also nicht für einen, sondern eher gegen einen, sodass dann halt mehr Loss als Gewinn wird. Also 16 Uhr, wir gucken mal noch 10 Minuten zu, vielleicht ergibt sich dann noch was. Also wir achten jetzt mal hier, wenn der Markt hier über das Hoch. So, ich habe mal einen Short reingepackt. Wir waren gerade hier über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze, mal gucken. Wenn wir hier runterlaufen und das Tief nochmal hier hinein, da so. Ich habe hier oben noch ein zweites Limit hingepackt und ja, werde den Stop jetzt hier nicht so weit weglegen. Ein bisschen langsam gewesen, ein bisschen, vielleicht 3 Punkte schneller wäre auch noch ein bisschen besser gewesen. Deswegen habe ich hier nochmal das Limit hingepackt. Also die Idee ist halt hier in dem Hin und Her halt bis da runter zu kommen. Es ist jetzt auch nicht viel, ja, ist ein bisschen
Tritratrola-Trade. So, das war's. Jetzt nicht. Nichts Besonderes. Also innerhalb des Gewurstel sozusagen ein paar Punkte rausgeholt. Von hier nach da. €10 Käffchen verdient. Kaffee. Man will er nicht anzeigen. Genau, also Idee wäre, der Markt war ganz kurz über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze, einen ganz kurzen Tick, bis ich aber das realisiert habe. Dann runter und dann kurz Short rein gehalten. Theoretisch wäre hier sogar die Möglichkeit, den auf Long zu switchen. Also das Level, also das Tagestief von gestern hält schon echt gut. Und im besten Falle verdient man hier zweimal von der gleichen Strecke. Aber das ist schon stark. Warte, jetzt muss ich mal selbst hier in den Dingsflow reingucken. So, ich zeige euch mal hier das andere, was ich noch nebenbei hier offen habe. Ja, am Tagestief von gestern. Ja, also es wird hier schon ein bisschen gehalten. Es ist ja jetzt minimal, aber ich glaube, es könnte ganz gut werden. Ich halte mal das Bild hier an, vielleicht für die, die so ein bisschen Order-Flow-Trading machen, Footprint-Chart, Pipapo. Also hier recht interessant sind für mich hier der hier und der Bereich. Und es ist so ein Bereich hier grob von. Jo, von zwei, drei Punkte und diese drei Nuller hier, diese drei Nullen. Wenn er da mal reinguckt hier. So. Solche, ach, jetzt habe ich das natürlich hier überzeichnet. So. Also ihr seht es ja hier unten, diese drei Nullen. Ich wollte eigentlich ein Viereck drumherum malen. Und also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Im Nasdaq hat man das ganz oft, weil der Markt halt so extrem algomäßig gehandelt wird. Und aber solche, man nennt das, das sind sogenannte Sweep Orders oder Sweeps sind das, ne, Orders sind es nicht, aber Sweeps, das heißt, wenn einer Market Sell groß reindrückt, dann hat man auf der rechten Seite, wo die Käufer hier sind, Nullen stehen. Und wenn der Markt, es kann natürlich sein, der Markt fällt, es stehen ein paar Nullen da und dann fällt er halt weiter. Das gibt es logischerweise auch, aber wenn der Markt dann hier so umdreht und dann ein gewisses Level, so wie in der Nähe von dem Tagestief von gestern, das verteidigt, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Also hier heraus hätte sich durchaus für die Minute zumindest der Long hier angeboten. Oh, jetzt ging es ja ordentlich hoch. Ja, wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Gut, aber ja, so ist es mal. Man kann ja nicht auf alles gucken. Ja, aber das wäre durchaus, wie gesagt, eine gute Idee gewesen. Aber jetzt sind wir jetzt schon wieder hier deutlich oben. Also drüber sogar über das Level jetzt hier. Also der Long wäre nicht so blöd gewesen, aber kommt man halt charttechnisch halt auch drauf, wenn man halt sieht, wie es das Tagestief hier vom Vortag verteidigt wurde. Ja, und die Überlegung hätte ja dann nur sein müssen, nämlich den Long. Aber wenn ich hier auch Long gewesen wäre, ganz ehrlich, ich wäre halt hier bei 62 spätestens draußen gewesen. Also ich hätte jetzt nicht darauf gesetzt, dass der Markt hier durchbricht und an die 77 läuft, also da kenne ich meinen eigenen Handelsstil einfach zu gut. Ja. Naja, ein Trade haben wir hingekriegt. So. So, 5-Minuten-Kerze, ja, vom Tief hier aus weg. Weiß man nicht, warum man das hier nicht anzeigt, aber ist ja auch egal. Also, wer es sehen möchte, hier ist das Ergebnis. So, $11,85, €10,05 nach Kosten. So. So. Und war ja auch mal da, auch immer, wie gesagt, wegen 10 € ist jetzt ja wurscht, aber nur damit man sieht, wie gesagt, es gibt bei FX Flat, ich habe jetzt auf Netting umgestellt. Kann ich, wenn ihr Future handelt, durchaus empfehlen, um einfacher mit den Limits zu arbeiten. Ist das Netting für mich halt besser oder funktioniert echt ganz gut? Also, ich nutze das Netting jetzt und ihr seht es ja hier im Live-Server. So.
Zurück. Gut, also schön, nee, schön, ja, schön ist immer relativ. Gut zu sehen hier, also das, was Exit bei mir war, als Entry wäre genauso gut gekommen. Machen wir es mal blau. Also zumindest der Entry oder der Exit meiner Long, also meiner Short-Position ist ja ein Kauf der Exit. Das heißt, von dem Verkäufer werde ich zu einem Käufer. Das hier unten im Tief zu kaufen war gut. Und hätte ich das nicht als Exit, sondern als Entry gehabt auf der anderen Seite, deswegen habe ich gesagt, kann man auch überlegen, die Position umzudrehen. Dann wäre jetzt hier bei mir dann ein roter Punkt gewesen. Also hier in dem Bereich wäre ein roter Punkt gewesen und dann wäre der Trade soweit auch okay. Wäre es halt richtig, also wäre jetzt sogar bis hier hochkommt und hier oben dennoch einen roten Punkt gehabt hätte, wäre natürlich super gut. Ne? Da hätte man dieser Range richtig gut getroffen. Ne? Ich selber bin ja auch zu tief hier Short reingekommen, nachdem der Markt, der hier über dem Hoch war, dieser 5-Minuten-Kerze ganz knapp runtergefallen ist. Und ihr seht, am Ende der 5-Minuten-Kerze steht er jetzt ja sogar darüber. Das heißt, der Nasdaq hat in diesen 5 Minuten von hier unten aus eine Bewegung nach hier oben gemacht, eine Bewegung hier runter und eine Bewegung da hoch und dann so. Das ist die 5-Minuten-Kerze, die der Markt hier abgespult hat. Also ihr seht ja, da ist schon ganz schön viel Bewegung auch drin. Da kann man teilweise nicht überlegen, ob ich mal 5 Minuten oder 10 Minuten drinnen bleibe. Ja. Aber wenn ich jetzt hier auf meinen Trade gucke, ich bin eingestiegen um 16 Uhr und 13 Sekunden und geäxt wurde der Trade um 16 Uhr 1 und 2 Sekunden, also 13 Sekunden meine ich, also ich war 50 Sekunden, 51 Sekunden war ich hier drin in dem Trade. Ja, und jetzt geht es wieder runter. Was halt ja so typisch ist. Also diese Range von hier, von der Mitte, würde ich vielleicht die Mitte als Strich lassen und hier oben würde ich dann halt einen roten Bereich halt hinpacken. Ja, und dann sollen sie sich da drin halt austoben. Im Sinne Range by Range muss man für sich dann einzig und allein nur überlegen, wie lange macht könnte der Markt hier hin und her gehen und wann könnte er den Bereich hier verlassen. Ja. Und es kann sein, er kann das mit der nächsten auch verlassen oder kommt mit der nächsten auch wieder zurück. Also da ist der Nasdaq auch schon ein ziemliches Biest. Ja. So, das kann man hier vielleicht dann noch ein bisschen runterziehen. So würde ich es jetzt hinpacken. Ne? So, und dann sollen die halt hier drin rumeiern. Ja. Also für mich jetzt nicht wirklich ein schöner Markt. Es ist ein Markt, der, wenn man Bock drauf hat, handelbar ist. Ja, muss man Lust drauf haben. So, haben wir denn noch Fragen? Also ich würde mich dann auch so langsam Richtung Feierabend bewegen. Es muss heute echt ein gutes Webinar gewesen sein, denn ich habe sehr viel geredet. Denn meine Kaffeetasse ist noch halb voll, wie man sagt, nicht halb leer. So, ich gucke mal nochmal hier kurz in die Fragen rein. Wo ist denn jetzt das Fragenfeld hier hin? Ist gerade verschwunden. Oh, der Dirk ist auch da. Hi Dirk. Ja. Es ist für Dirk gesprochen, ich glaube, es ist immer viel, viel einfacher, sich belauschen zu lassen. Ne? Also ich mag das halt, wenn ich am Dienstag früh mal bei dir bin. Und dann denke ich mir, ach, ich trinke hier schon meinen Kaffee. Der Dirk, der quält sich hier, obwohl es war ja ganz gut gewesen, hast du ja den Trade getroffen. Aber man merkt halt immer wieder, also es ist für mich jetzt so viele, die jetzt hier ja teilnehmen, waren wahrscheinlich ja noch nicht in der Lage, traden, kommentieren, Gedanken ordnen, sortieren, mögliche Abläufe zu ergründen, Ideen auszusprechen, die umzusetzen. Und ich finde das immer ganz schick. Einfach dann auch beim Doktor zu sitzen und sagen, ach, ich lasse mich hier mal berieseln und hört da einfach zu. Also ich mag es, sagen wir mal so. Ja, wenn man selber nicht ran muss. Ja, also von daher, ich sage jetzt mal strukturtechnisch für mich, klar, ich glaube, wenn man einfach nicht in einem Webinar ist, man vielleicht ein bisschen aggressiver dabei ist, kann man zumindest in der Struktur auch Trades abfeuern. Ich glaube, das kriege ich auch ohne Webinar eigentlich ganz gut geregelt. Im Webinar ist halt immer ein bisschen, ja, ist man einfach gedanklich echt zu langsam. Das ist krass brutal, wäre es mal auch vielleicht selber sich mal sein Trading aufnimmt, mitsprechen und gleichzeitig handeln, der stellt das, wird das auch feststellen. Aber dennoch immer auch eine Hilfe kann sein, trotzdem laut zu denken und
wäre jetzt am Anfang vielleicht auch gar nicht zu handeln, sondern einfach nur zu sagen, ich fokussiere hier unten auf den Long. Wie sieht das denn aus? Also ist der Long oder ist es mein Gedanke? Also ich kann jetzt als Beispiel, ich mache es nochmal jetzt vor, ich kann ja sagen, ich fokussiere hier unten auf den Long. Ich gehe davon aus, dass der Long geht. Und jetzt gucke ich einfach nur zu, wie es passiert. Und vor allem, was ist, wenn es nicht passiert? Hätte ich es erkennen können? Also ein Grundgedanke zum Beispiel, warum vielleicht der Long jetzt nicht geht, wäre, aber wenn ich jetzt in einem Trade bin, dann fehlt mir völlig die Objektivität. Ihr seht, mit welcher Kontinuität der Markt nach unten geht. Und der Hinweis hier wieder ist, mit dieser schwarzen Kerze, also wir haben hier kurz das Hoch rausgenommen und fallen direkt runter. Also wir sehen auch hier die ganzen Dochte sind ja immer wieder Attacken von Long-Tradern, die scheitern. Deswegen entsteht ja ein Docht. Und mit dieser Kontinuität, vielleicht hier auf der Unterseite, kann auch sein, okay, vielleicht, Junge, bricht ja das doch. So, wenn ich jetzt in einem Trade bin, oh, auch nicht schlecht, habe ich nicht gewusst, aber es hat sich hier, sag ich mal, so ein bisschen angedeutet. Aber das sind so diese kleinen, feinen Details. Und ganz viele Leute können auf diese Details nicht achten, weil, wenn sie in einem Trade drin sind, sie natürlich, geht es mir ja auch so, halt mehr oder weniger halt in Gewinn und Verlust denken und weniger im objektiven Denken, also weniger objektiv sind. Und dann genau so ein kleines Detail, eventuell, ich nenne es ab und zu manchmal so, das ist die kleine Verräterkerze, also dieser Verlauf, dass sie dann denken, ja, Mensch, die Range muss ja halten und so, das hat ja hier gerade geklappt und der Hype hat gesagt, Mensch, die hat doch gehalten und warum, wenn ich einmal auf die Range halt draufgehe, dann bricht sie halt gerade, so wie man es jetzt sieht. Und wenn man jetzt aber laut mal denkt und dann aktiv mal beobachtet und man macht das mal vielleicht auch einen Monat, dann kriegt man vielleicht mit, okay, meine laute Denkweise oder meine Denkweise ist vielleicht gar nicht die richtige zum Markt. Ja, also das ist immer, finde ich ganz wichtig. Ja? Und diese Kontinuität, also wie der Markt, ich sage es immer ganz oft, wie macht der Markt was? Also wie er in die Unterstützung hingegangen ist, ist anders als davor. Und deswegen bricht das Ding dann halt auch. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in der Umkehrfolge heißt das nicht zwangsläufig, dass ich da unten short gehe. Aber es hat sich an, jetzt könnte ich sagen, es hat sich angedeutet, ich lasse dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette weg. Der Markt hat es am Ende gemacht. Wenn man den Long einfach so handelt und nur an Gewinn und Verlust denkt, wird es halt schwer, hier rauszukommen. Wenn man halt objektiv den Markt nur beobachtet und man stellt dann davor auch fest oder kann das auch bewusst aufnehmen, wie der Markt das gemacht hat, kommt man vielleicht auch darauf, dass der Markt diesmal versucht durchzugehen. Dass er jetzt so durchgeht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Genau, also das ist für mich das A und O für das Verständnis der Märkte. Und sowohl meine Wenigkeit wie auch der Dirk, wir haben zehntausende Stunden an Kerzengewackel gesehen in unterschiedlichsten Zeiteinheiten und können diese Bilder viel schneller zusammenfassen, raffen, ja, weil wir locker die 10.000 Stunden schon voll haben. Und deswegen fällt uns das vielleicht auch einfacher, so ein Trade halt abzufeuern. Vielleicht ganz am Ende eine ganz profane Frage. Also meine Idee, also ich versuche ja immer alles Mögliche dafür zu tun, dass die Trade auch besser werden. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel so eine Situation hinstelle als Video, also als Replay, ne, und ich sage euch im Vorfeld, dass diese Range halt brechen wird und ihr sollt darauf achten, wie das passiert. Also wenn man sowas als Replay halt jemanden per Videokurs als Beispiel zur Verfügung stellt, eventuell sogar noch klickbar macht, um einfach viele Situationen zu haben. Oder ich sage euch vorher, diese Range hält und ihr fokussiert euch nur auf das Halten der Range, um halt zu sehen in einem Tick-by-Tick-Replay, wie das Ganze gelaufen ist. Also glaubt ihr, dass euch sowas helfen würde? Ja. Ich habe sowas schon mal angefangen, aber der Aufwand ist halt immens. Ne? Aber ich glaube, so kann man eventuell was abkürzen, wenn man bewusst Situationen erlebt, ohne mit Gewinn und Verlust involviert zu sein und natürlich dann auch diese guten Punkte trifft oder seine Erwartungshaltung entsprechend der Situation halt anpasst. Deswegen ganz einfach mal profan gefragt. Denkt ihr, wenn ich euch eine Situation vorgebe und im ersten, also im Level 1 sage ich jetzt mal, sage ich euch immer, was wirklich passiert und ihr sollt nur zugucken. Level 2 wäre, setze das halt um mit einem Trade wie gelernt. Und Phase 3 wäre, ich sage nicht, was ist, und ihr müsst es selber erkennen.
Das ist sozusagen so, das wäre so die Challenge. Ja. Weil dann könnte man einfach so ein Modul machen, das Modul Range. Ne? Klar weiß man dann, okay, jetzt muss ich einfach nur erkennen, ob die Range hält oder bricht. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt so 50 Beispiele davon. Ja, ich merke schon, ich nagel mir gleich Arbeit ans Knie. Als Beispiel, ihr hättet 50 Beispiele mit unterschiedlichsten Situationen, die man sogar eventuell im besten Falle noch sogar selber handeln könnte. Ja, glaube ich, kann das nochmal, also ich habe mich mit vielen Tradern, auch aktiven Tradern, darüber unterhalten, um eventuell eine ganz kleine Abkürzung zu schaffen für das erfolgreiche Trading. Ja. Und genau, also ich glaube schon, dass das, also es könnte ein Baustein sein. Das ist natürlich auch nicht der heilige Gral, aber es geht ja darum, wenn ich das immer zusammenfasse, wie bin ich erfolgreich geworden? Ja, natürlich habe ich die ganzen Schmerzen durchleiden müssen, wie ihr auch, vielleicht mehr oder weniger. Und am Ende ist es doch so, dass es halt aufgrund der Anzahl der erlebten Situationen ist. Also jemand, der so wie ich bin, 20 Jahre jetzt dabei, seit 20 Jahren sehe ich die Kurse hoch und runter wackeln, dass ich einfach mehr Situationen erlebt habe, wie einer, der in den Jahren dabei ist und der jetzt gerade vielleicht denkt, oh ja, unter diesem Umfeld ist es total easy, der Markt kommt immer wieder zurück zu einem Punkt X oder beide Dip und es geht halt immer höher. Der verdient vielleicht jetzt viel Geld, aber wird das dann vielleicht in einem Jahr eventuell verlieren, wenn sich die Märkte halt eventuell strukturell wieder ändern und wir vielleicht andere Volatilitäten kriegen, andere Bewegungsmuster, Strukturen kriegen, wo ich sage, ja, kenne ich alles, Crash, ja, weiß, wie es abläuft. Genau, an den 10 Stunden. Ja, wie gesagt, ist ja nur eine Möglichkeit. Ne? Also ich wollte einfach jetzt mal so von euch das wissen. Aber vielen Dank erstmal, wie viel ihr da gerade geschrieben habt dazu. Ganz kurz hier. Testkerze ohne Lunte fällt mir hier gerade ein. Ne? So, hier unten. Da habe ich so gerade eben drauf geschielt. So. War nochmal ganz gut im Dau. So. Warte mal. Also ich hätte sogar ein Tool, wo es selbst im Future Tick by Tick und wo man sogar handeln könnte. Kostet aber ist möglich. Ja. Oh, ich habe gerade hier einen Krampf im Zehen. Versuch ist es wert. Ja. Ja klar, also natürlich, also es ist ja nur für Leute gedacht, ganz klar, also weil gerade jemand geschrieben hat, ich handle nicht auf dem Level, ganz klar, also natürlich ist das jetzt innerhalb meines Terrains, ne? Und ich bin halt kurzfristiger Trader. So, und kurzfristiges Trading ist ja deswegen ja auch so anspruchsvoll, weil wir einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen haben, die uns der Markt halt hinstellt und die müssen wir ja alle bewerkstelligen können. Oder wenn wir halt tagtäglich Kohle aus dem Markt rausziehen wollen, ja. Ja, dann muss ich jegliche Situation vom Markt ja bewerten können. Oder ich komme halt dahin, dass ich halt am Ende nicht handle. So, und dann verdiene ich aber halt auch kein Geld im kurzfristigen Bereich. Ne. Und das ist natürlich schon klar. Also es zielt dann natürlich auf den Trader ab, der halt kurzfristig investiert. Ja. Okay. Dirk sagt, wird erreicht, wenn ich die Dinger. Ja, also man kann das natürlich auch zeitlich ausfindig machen. Ja. Was ich aber halt gerne wollte, ist halt auch, dass man das so handelt, wirklich Tick by Tick, also mit der entsprechenden Marktdynamik. Also ich habe da einen Datenanbieter jetzt mit einer extrem hohen Datenqualität, sodass auch nicht das nur so läuft, immer eine Sekunde mal ein Kurs, sondern wirklich. Also ich habe mal ein Replay und eine Live-Aufnahme nebeneinander gehalten und man könnte nicht sagen, was war live und was war Replay. Also so gut ist das. Also ich habe 5 Stunden aufgenommen,
einen Tag als Beispiel, habe den dann nächsten Tag als Replay ablaufen lassen, habe den auch nochmal aufgenommen, das Replay, und habe dann beide synchron von der Zeit her draufgelegt und dachte, brutal. Also so kommt auch vielleicht auch dieses Gefühl raus. So, worum es jetzt mir hier gerade noch geht, während ich hier trade, arbeitet ja der Kopf auch. Das ist natürlich schon fies. Also das wäre jetzt hier fies, wenn er hier komplett wieder hochtrete. Also hier durchs Tief gegangen. Ich habe jetzt gerade hier drauf geguckt und wollte gerade sehen, die Minute ist ja noch nicht rum, dass die Minute hier wieder abverkauft wird und hier unten schließt. Ist schon wieder eine Eierreihe. Der Ninja Trader als Replay ist nicht ganz so gut. Es kommt schon nah ran, aber bei weitem nicht daran. Genau. Also erstmal vielen Dank für das Feedback. Also ich muss halt mal überlegen. Also ich hab das so eine Art Bootcamp Challenge genannt. Oh, jetzt muss ich überlegen, ob ich hier noch einen Short Trade mache. Hey. Ich war jetzt nicht so aufmerksam, aber rein technisch gesehen könnte das hier ein Short Trade sein. Also die Kerze hat nicht über der langen geschlossen, und wenn es die Algos gut machen, dann haben wir hier nur das Hoch abgeholt und wieder runter. Ach, naja, egal. Ich lasse das mal so. Also theoretisch aufgrund der Struktur im Markt, vor allem auch im Nasdaq, wäre hier oben zumindest schon ein Short-Versuch möglich in diesem Bereich. Aber ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster nochmal lehnen, und ja, ich war jetzt auch nicht aufmerksam. So, gut. Ah ja, okay. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis mit Sierra. Gut, also ja, ich muss mal gucken. Also ich wollte, wie gesagt, das halt so ein Bootcamp, habe ich mal überlegt, um eventuell eine Abkürzung zu schaffen oder eine Möglichkeit zu geben, wo man halt per Replay sowas auch vielleicht sogar durchhandeln kann. Genau, das war so die Idee. Gut, an der Stelle. Es war mir wie immer eine Ehre, eine Freude, ein Fest, wenn man so sagen möchte. Und ja, es war ein super Webinar, ganz einfach. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht viel gehandelt habe, aber ich hoffe, dass ihr einiges wieder lernen konntet. Und an der Stelle, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auch beim Video später einen Daumen nach oben da oder eine freundliche, dürft ihr auch gerne eine freundliche Bewertung da lassen. Ihr könnt auch über meine Seite auch Feedback abgeben. Und ja, dann freue ich mich, wann immer uns wir auch hier wiedersehen. Ich gucke gerade hier auf meinen Plan, aber ich habe die neuen Termine, Center. die ich mit Nelson ausgemacht habe, hier noch nicht eingetragen. Aber du wirst es wohl wissen. Ich weiß es, 13. Oktober ist auf jeden Fall der nächste. Ist gebongt. Genau, Mittwoch, 13. Oktober. Ich erinnere mich, die Woche Auf jeden davor. Fall. Genau. Cool. Also, wie gesagt, war echt super, und ja, der Abschied fällt mir bei solchen tollen Webinaren halt schon auch immer schwer. Denn ja, es zeigt halt einfach auch das Interesse am Thema. Und an der Stelle, wie gesagt, ich verabschiede mich bis zum 13.10. Ihr könnt mich ja überall lesen im Netz. Und wenn ihr Fragen habt, E-Mail-Adresse habt ihr auch mal, ihr wisst, wo meine Homepage ist oder die Adresse meiner Homepage. Und wer es nicht weiß oder zu spät eingeschaltet hat, der geht hier auf skype-trading.de und oder guckt sich halt hier entsprechend das Ganze auch mal über FXFlat an. In dem Sinne, bye bye, letzten Worte für immer von dir, Olli, und an der Stelle, ja, ciao, ciao. Danke dir, Heiko. Gut, von meiner Seite und von Seite von FX Flat natürlich noch immer Dank an die Teilnehmer. Super, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Wie der Heiko schon sagte, gerne auch bei der Aufzeichnung Daumen nach oben da lassen. Nettes Kommentar für den Heiko, freut er sich immer. Und mehr habe ich gar nicht hinzuzufügen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann hören wir uns spätestens am 13. Oktober wieder. Ja? Ciao, ciao. So, ciao, ciao.